Zunächst einmal muss ich sagen, ich war auch überrascht, habe auch wie viele andere eher mit einem anderen Ergebnis gerechnet. Nun, das ist, der amerikanische Souverän hat das so entschieden und ich denke, dass es ein ganz klares, deutliches Ergebnis jetzt geworden ist. Und wir werden jetzt mit dem US-Präsidenten Trump zu tun haben. Das wird sicherlich eine interessante Erfahrung werden. Ich freue mich über gute Wahlergebnisse für meine Partei. Die Wahlergebnisse anderer Staaten kommentiere ich nicht mit Freude oder Enttäuschung. Ich hätte in den USA, hätte ich zu wählen gehabt, das bekenne ich frank und frei, auch allerdings mit erheblichem Bauchgrimmen Trump gewählt und nicht Clinton. Ich denke, es ist eine gute Voraussetzung für freiheitliche, faire Zusammenarbeit im wirtschaftlichen und im außenpolitischen Sektor. Und Donald Trump werden wir als Präsident dann erleben und müssen uns dazu eine Meinung bilden. Ich meine immer, sowas wird so von Europa aus so überaufgeregt kommentiert. Ich erinnere mich, also da war ich noch ein junger Mann an die Wahl 1980, Präsident Reagan. Da schrieb man auch Zeta und Mordio, oh Gott, ein drittklassiger Schauspieler und was nicht alles. Und was hat Reagan gemacht? Er hat 8 Jahre gute Politik gemacht. Es gab ja in dem Wahlkampf, aber das ist natürlich auch dem sehr heftig geschuldeten Wahlkampf geschuldet, der da geführt wird, gab es Äußerungen von Trump, die einem schon Unbehagen bereiten. Das ist ja unübersehbar und das betrifft mich auch, dass man in der einen oder anderen Position, die er da auch vertreten hat, schon auch besorgt sein kann. Also etwa seine Einstellung zu den Vereinten Nationen ist eine, die ich eher kritisch sehe.